Die Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld wurde am Sonntagnachmittag um 16:45 zu einem Feuer, einem Gebäudevollbrand in den Grenzweg hier in Kummerfeld alarmiert. Bereits eine Minute nach der ersten Alarmierung erhöhte die Leitstelle das Stichwort auf Feuer größerer Standard Menschenleben in Gefahr. Da Anwohner und Anrufer von einer explosionsartigen Ausbreitung hier berichtet haben und darüber berichteten, dass hier noch Personen in Gefahr sind. Weiß man schon, wie viele Personen im Gebäude waren? Als die Feuerwehr hier vor Ort eintraf, waren beide Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Das geschah durch einen Nachbar, der hier Berufsfeuerwehrmann ist. Und der hat beide Bewohner bereits betreut, als die Feuerwehr hier eintraf. Wie geht's den Bewohnern? Die Ehefrau wurde hier in das Krankenhaus, in ein nahegelegenes Krankenhaus durch den Rettungsdienst gebracht. Und der Mann wurde hier vor Ort präklinisch versorgt. Das Gebäude befindet sich hier, ich sag mal, in zweiter Reihe, hinter hohen Hecken. War die Feuerwehr, wie kommt die Feuerwehr da an den Brandort? Das Gebäude hat eine relativ zurückgelegene Lage. Es ist relativ dicht eingewachsen. Für die Feuerwehr bedeutete das, dass hier längere Schlauchleitungen gelegt werden mussten. Das war anfänglich jetzt kein Problem. Das Problem gestaltete sich eher dahin, dass das Material nicht so umfassend vor Ort aufgebaut werden konnte. Es konnte zum Beispiel keine Drehleiter vernünftig positioniert werden, sodass man das Dach von der Drehleiter aus öffnen konnte. Und der Löschangriff musste hier teilweise durch die Gärten von den Nachbarn eingeleitet werden. Die Feuerwehr Kummerfeld wird hier aktuell durch die Feuerwehr Pristorf und Penneberg unterstützt und insgesamt sind hier ungefähr 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Heiko hat beschwert. Das Gebäude ist ab jetzt ruhmlos.